Hallo und wieder einmal ganz herzlich willkommen bei den Nachrichten von meinem Naturgartenbalkon. Nachdem ich in einem der letzten Videos ja ausführlicher über diese Florfliegenkästchen in Insektennisthilfen berichtet habe, würde ich euch heute gern die Biologie der Florfliege selber ein wenig näher bringen, weil das ist eine sehr faszinierende Insektenart, die einen sehr interessanten Entwicklungszyklus hat. Wie schon bei der Zebraspringspanne mache ich das mit einer kleinen Lesung aus meinem Buch. Der Albtraum aller Blattläuse, die Florfliege. Feierabend. Ich sitze meditativ dösig auf der Terrasse, genieße die milde Abendluft und das monotone, beruhigende Zirpen der Zikaden. Plötzlich durchbricht ein Insekt den Lichtkreis der Lampe, rumpelt unsanft gegen den Lampenschirm und macht eine nicht sonderlich elegante Notlandung mitten auf meiner Honigmelone. Herzlich willkommen, mein ungestümer Gast. Der zartgrüne Überraschungsbesuch mit den körperlangen Fühlern ist eine gemeine Florfliege, eine der häufigsten einheimischen Vertreter der Florfliegen. 1999 wurde diese Art zum Insekt des Jahres gekürt. Seitdem fliegen alle Florfliegen mit stolz geschwellter Brust. Florfliegen gehören zur Ordnung der Netzflügler. Namengebendes Merkmal dieser Gruppe sind zwei Paar große, reich geäderte, zarte Flügel, die in Ruhe dachförmig auf ihrem Hinterleib ruhen und ihn weit überragen. Ungeachtet ihres Namens gehören diese Fliegen verwandtschaftlich gesehen nicht zu den echten Fliegen. Im Gegensatz zu den virtuosen Flugkünsten einer Stuben- oder Schwebefliege ist der Flug auch nur ein schwerfällig, eher unbeholfenes Flattern. Aber man muss ja schließlich nicht alles können im Leben. Diese zartgliedrige, hellgrüne Dämmerungsliebhaberin mit den filigranen Flügeln, die häufig nachts vom Lichtschein in unsere Wohnungen gelockt werden, ist eine echte Schönheit. Die kugelförmig vorgewölbten Komplexaugen schimmern im Licht herrlich goldgrün. Diese Eigenschaft spiegelt sich auch im Familiennamen wider. Chrysopide, von Chrys golden und Obs das Auge. Fledermäuse, die versuchen eine Florfliege zu erbeuten, erleben häufig eine Überraschung. An den Flügeln dieser Insekten sitzen sogenannte Chordotontalorgane, bitte nur im nüchternen Zustand aussprechen, die Ultraschall registrieren können. Sobald eine Florfliege in den Echolotstrahl einer Fledermaus gerät, taucht sie in weiser Vorsicht sofort ab und kann damit häufig den frontalen Kontakt mit einem spitzzahnigen Fledermausgebiss vermeiden. Liebe, die durch den Magen geht, ist doch oft sehr einseitig. Als ich meinen Besucher vorsichtig auf die Hand nehme, macht er, unhöflicherweise, dem zweiten Namen seiner Gruppe alle Ehre, Stinkfliegen. Puh! Das Sekret der an der Vorderbrust ausmündenden Stinkdrüsen soll vermutlich Feinde abwehren. Durchaus wirksam, ich hätte jetzt absolut keine Lust mehr, den kleinen Stänker zu verspeisen. Die Vollinsekten sind pazifistische Vegetarier und erfreuen sich an Pollen, Nektar und dem Honigtau der Blattläuse. Die Harmlosigkeit der Florfliege steht im krassen Gegensatz zum Appetit ihrer Larven. Eine Blattlaus sollte sich im eigenen Interesse tunlichst hüten, den Weg einer stets gefräßigen Florfliegenlarve zu kreuzen. Schließlich ist die Gruppe der Florfliegen nicht umsonst auch als Blattlauslöwen verschrien. Eine Florfliege beginnt ihr Leben in luftiger Höhe. Die Eier sitzen an der Spitze 6 mm langer, elastischer Stiele. Der Naturwissenschaftler, der dieses Gebilde entdeckte, beschrieb sie glückselig als eine völlig neue Art. Mit der systematischen Zuordnung lag er allerdings eine Winzigkeit daneben. Die etwas irritierten Florfliegeneier geistern seitdem immer wieder als der Pilz Ascophora ovalis, eiförmiger Schlauchträger, durch die Literatur. Die lange Leitung der Eier hat einen kräftigen Grund. Florfliegenlarven haben einen gesegneten Appetit und nicht die geringsten Skrupel, auch über die Eier oder gerade schlüpfende Geschwister herzumachen. Gespeist wird also auch im engsten Familienkreis. Der Abstandhalter zur hungrigen Verwandtschaft kann also lebensrettend sein.
Zur Herstellung tupft das Weibchen bei der Eiablage einen kleinen Sekrettropfen auf das Substrat, eine Art biologischer Sekundenkleber, den sie anschließend geschickt mit dem Hinterleib auszieht. Dabei erstarrt und härtet das Sekret zu einem langen Fädchen, an dessen Spitze dann das Ei befestigt wird. Et voilà, Ei am Stiel. Bei den frisch geschlüpften, spindelförmigen Larven fallen sofort die mächtigen Saugzangen auf. Jemand mit solchen Mundwerkzeugen steht mit Sicherheit nicht auf Gemüse. Florfliegenlarven sind gefräßige Räuber, die sich schwerpunktmäßig von Blattläusen ernähren. Die Larve schlägt ihre Saugzangen in die Beute, injiziert giftige Verdauungsenzyme und schlürft anschließend den verflüssigsten Inhalt wie mit zwei Strohhalmen auf. Zurück bleibt lediglich der unverdauliche Chitinpanzer, eine sinnlos gewordene Rüstung ohne Ritter. Manche Arten spießen die ausgesaugten Blattlausüberreste auf die langen Hakenborsten am Rücken auf, um sich damit zu tarnen. Ein wandelnder Blattlausfriedhof. Eine auf Erlen jagende Art pflückt den Wachsflaum vom Rücken der dort saugenden Blattläuse und befestigt ihn an den Hakenhaaren auf ihrem eigenen Rücken. Während die Ameisen ihre Honigtaukühe sonst energisch und äußerst wirkungsvoll gegen alle Plünderer verteidigen, entgeht die so getarnte Larve ihrer Aufmerksamkeit komplett. Der Wolf im Blattlauspelz kann sich ungestört ans Werk machen. Schon eine einzige Florfliegenlarve kann gewaltige Breschen in eine Blattlauskolonie schlagen. In ihrer etwa zweiwöchigen Lebenszeit vertilgt sie 200 bis 500 Blattläuse. Die Verpuppung erfolgt in einem knapp erbsengroßen Seidenkokon. Anschließend schlüpft aber nicht etwa das fertige Insekt aus dem Kokon, sondern eine frei bewegliche Puppe. Sie kriecht an einen geeigneten Platz, häufig das Ende von Zweigen. Erst hier häutet sie sich endgültig zum fertigen Insekt, Imago. Der komplette Entwicklungszyklus vom Ei am Stiel bis zum flatterflügeligen Goldauge dauert 22 bis 60 Tage. In Mitteleuropa wachsen jährlich zwei Generationen der Blattlausmeuchler heran. Der erste Schub schlüpft im Juli, der zweite dann im September. Die zweite Generation überwintert und verfärbt sich dabei rötlich-braun, vermutlich um in der Blattlausenvegetation möglichst wenig aufzufallen. Man weiß schließlich nie, wer da ein Auge auf einem wirft. In Garagen und auf Speichern finden sich, manchmal zum Entsetzen der Hausbewohner, oft große Mengen an überwinterten Florfliegen. Häufig endet diese etwas unglückliche Ortswahl mit einem bedauerlichen Massaker unter den völlig harmlosen, goldäugigen Vierflüglern, da die Hausbesitzer dieses seltsame Ungeziefer nicht näher einschätzen können. Falls Sie in Ihrem Garten Insektizide spritzen, werden die Blattläuse natürlich schicksalsergebend den Löffel abgeben. Dummerweise aber auch sämtliche natürliche Feinde der Läuse, wie Spinnen, Ohrwürmer, Raubwanzen, Hundertfüßer, Florfliegen, Staubhafte, Fanghafte, Marienkäfer, Laufkäfer, Weichkäfer, Kurzflügler, Grabwespen, Blattlausfliegen, Stelzfliegen, Schwebfliegen, Gallmücken und Schlupfwespen. Blattläuse haben echt viele Fans. In einem vielfältig strukturierten Naturgarten kommt es dagegen auch ohne jede Chemie nur selten zu einer Massenvermehrung der Blattläuse. Dazu gibt es zu viele hungrige Mäuler in der Umgebung. Ein leichter Befall mit Blattläusen im Garten ist vollkommen normal und sogar begrüßenswert, denn ohne Beute verschwindet selbstverständlich auch der Jäger. Zur Züchtung dieser Nützlinge hat die Fachhochschule Weihenstephan ein völlig verrücktes Verfahren entwickelt, bei dem die Larve mit Kunstfutter gefüttert werden, also komplett blattlausfrei. Dazu wird das flüssige Futtermedium mit einem niedrig schmelzenden Paraffin verkapselt, das heißt, es entstehen mit einer hauchdünnen Wachsschicht ummantelte Kügelchen in der Größe von Blattläusen, in die die Larven begeistert ihre Saugzangen schlagen. Die perfekte Kunstblattlaus. Offensichtlich spielen beim Aufspüren der Beute geruchliche oder geschmackliche Reize nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsache, das Fresschen ist außen rund und innen saftig. Mein zartgliedriger grüner Besucher hat inzwischen oft
genug von meiner Gegenwart und verschwindet in seinem typischen, schwerfälligen Flatterflug in der Dunkelheit. Auf wachsummantelte Leckerbissen werden seine Larven in meinem Garten wohl nicht stoßen, aber mit Sicherheit auf knackige Blattläuse aus biologischem Anbau. Lasst es euch schmecken. Das war's wieder für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Und es wäre schön, wenn ihr euch wieder einschaltet, wenn es heißt, Neues von meinem Naturgartenbalkon. Macht's gut und ciao.